bemerkt blieb, wie sehr ich euch hier angestrengt habe. Mir ist es durchaus aufgefallen. Wir reden bald, eure Lerche von Rosgard. Aha. Gut, dann das andere. Aber ich glaube, das ist eine kleine Lebensgeschichte mal wieder. Reiten wir los! Warum halten wir hier an, wenn diese Dunkelelfen am Rand unseres Lagers herumschleichen? Oh, Shadeya. Ihr sorgt euch zu viel. Sie wollen uns sicher nichts Böses. Bah, alter Narr! Die Großen sind echt so toll. Ich muss, glaube ich, kurz mal... Steigen wir mal ab, das ist höflicher. Hallo, Große. Was wollt ihr? Eure Nase ist zu dicht an Shadeyas Gesicht. Wer seid ihr? Diese wird Shadeya genannt. Sie und ihre Söldner sind nur hier, um die Karawane für Gold zu schützen. Dieser missfällt dieser Ort und sie wird nicht länger bleiben, als sie muss. Ihr habt Fragen? Sprecht mit dem Ältesten. Diese weiß nicht. Habt ihr den Schrein des Heiligen Wuchels besucht? Diese hat es sich nicht zur Gewohnheit gemacht, Spenden an fremde Heilige zu entrichten. Der Älteste mag fort sein, doch er bestand darauf, dass wir anderen im Lager bleiben. Dieser soll es recht sein, solange sie bezahlt wird. Gab's was Besonderes im Lager? Ja, ein neugieriger Wanderer kam, um uns auszuspähen und törichte Fragen zu stellen. Und Shadeya war die Einzige, die das störte. Doch der Älteste und seine Familie sind Bandari. Sie sind daran gewöhnt, wie Verbrecher behandelt zu werden. Sonst noch etwas, neugieriger Wanderer? Was macht ihr? Kommt noch etwas näher und findet es heraus. Das willst Diese du nicht. Ist schnell mit ihrer Klinge und zögert nicht, sie in jene zu rammen, die danach fragen. Betet. Dass ihr nicht dazugehört. Ich meine, du bist groß, du bist stark, aber ich bin Resultat. Das wäre ein sehr kurzer, sehr unschöner Kampf und ist eine hübsche. Also lassen wir. Belästigt jemand anderes, falls ihr nach Arbeit sucht, Nein. Wanderer. Der Trupp von dieser kann nicht noch einen Anteil vergeben. Diese Hausierer können sich uns ohnehin kaum leisten. Okay. Ja, und wer noch? Hallo? Kiste! Einfach. Danke. Netter Fang! Aha, da ist das Buch zum Auge. Okay. Ah, da ist noch was. Was ist das? Glück sei mit euch, Wanderer! Dieser ist Aelir Sodroh, Karawanenältester. Unsere Waren und Münzen sind knapp, doch unser Lager steht allen offen, die Ruhe suchen und zu sich finden wollen. Wonach sehnt sich euer Herz, das wir euch bieten können? Ist sonst noch jemand vor kurzem durch das Lager gekommen? Nein. Wir Bandari sind Misstrauen gewöhnt. Auch wenn hier mehr Distanz gewahrt wird, die Dunkelelfen dieser Lande scheinen kälter als die meisten zu sein. Das spielt keine Rolle. Dieser heißt euch stattdessen wärmstens willkommen. Habt ihr den Schrein des Heiligen Wuchels in der Nähe besucht? Der Schrein? Oh, der Schrein! Er ist ein Ort, der den Dunkelelfen heilig ist, ja? Für Khajiit nicht allzu interessant. Die Schnurrhaare von diesem sind schon grau. Er erinnert sich nicht mehr genau, doch vielleicht ist er zufällig einmal dort vorbeigekommen. Ja, so war es wahrscheinlich. Ach Gott, Hilfe, das ist so schlimm stereotypisch, aber egal, es ist goldig. Habt ihr seltsame Umtriebe in eurem Lager bemerkt? Fragt Shadeya. Dieser dachte, es wäre vernünftig, für Schutz zu sorgen, wenn man ein Land voller Sklavenjäger durchquert. Und ihren scharfen Augen entgeht nichts. Und ihr könnt gern in unserem Lager herumfragen.
Fühlt euch wie zu Hause unter den Bandari. Und was hat euch zur Telvanni-Halbinsel geführt? Als Bandari führen unsere Reisen uns dorthin, wohin uns die Straßen führen. Die Straßen führten uns hierher, nach Seilenmora. Wir wollten am großen Außenposten im Osten bleiben, doch er scheint verfallen zu sein. Erzähl mir mal was über die Bandari. Vielleicht seid ihr unseresgleichen schon auf euren Reisen begegnet. Etliche. Nun, wir sind reisende Händler, die unsere Waren in allen Ecken der Welt verkaufen wollen. Dieser wurde auf der Straße geboren und reist schon sein ganzes Leben mit dieser Karawane. Dann sind alle in dieser Karawane eure Familie? Shadeya und ihre Söldner sind dies nicht. Doch sie wären unter uns willkommen, wenn sie das wollten. Unser Clan öffnet die Arme für jene, die dem Weg der Bandari folgen wollen. Er ist sehr anders, als dieser es bei diesen Telvanni gesehen hat, ja? Wie lange meint ihr, dass ihr hier bleiben werdet? Dieser hat viele Jahre verstreichen sehen und das Reisen ermüdet ihn mehr. Er meint, eine weitere Nacht wird seinen schmerzenden Knochen guttun. Ihr könnt euch uns gern anschließen, Wanderer. Wir haben Essen und Zelte übrig für jene, die unsere Gesellschaft teilen wollen. Ja, lass mal. So, dann gehen wir nochmal zurück. Ist das überhaupt noch die Quest von der... am Anfang? Er ist hier. Die Lerche ist in den Krypten. Er schlich an mir vorbei. Ich habe sie gesehen. Die Lerche von Rosgard. Der Dieb ist in den Krypten. Ich brauche nur einen Augenblick, um durchzuatmen. Was passiert? Ich baute gerade die Schutzrunen in den Krypten auf, als so ein Sivit-Priester hereingestolpert kam und sie auslöste. Wir waren zur Flucht gezwungen, als die Geister der Bestatteten uns angriffen. Und dann gelang es der Lerche von Rosgard, in die Krypten hineinzuschlüpfen. Wird der Dieb denn nicht von den Geistern angegriffen werden? Diese Quest ist ein bisschen verworren. Er ist derart schlüpfrig, dass man nicht einmal sicher sein kann, dass sie ihn auch nur verlangsamen würden. Schnell bitte! Wenn ihr helfen könnt, die Geister abzuschrecken, können wir ihn bestimmt in die Ecke drängen und ein für alle Mal aufhalten. Machen wir. Schnell! In die Krypten! Wir dürfen ihn nicht entkommen lassen! Ja. Wo sind die? Alle dürfen sich an der göttlichen Pracht des Talismans ergötzen. Aus respektvollem Abstand. Wieder ein Dungeon, aber ich verstehe es diesmal wirklich nicht. Aber wir gucken. So. Hallo, Bastian. So. Schnell! Die Lerche kann keinen allzu großen Vorsprung haben. So wie dieser Priester all eure Schutzrunen ausgelöst hat, es ist fast so, als würden sie gegen euch arbeiten, Relasi. Ich muss ja nicht wirklich schnell machen, aber egal. Durchaus, ja. Ist da vielleicht was drin? Klar. Kann man die... Das war einfach. Schmeckt unseren Stahl! Asche, Knochen, Tränen. Relasi, wer ist euer Freund? Stellt ihr uns einander vor? Hört auf wegzulaufen und ich werde noch mehr als das tun! Dass man die nicht.
Es sind alles keine Menschen, also können steckt wir eure Waffen weg. Die Schlacht ist gewonnen. Ihr ruht euch nie auf euren Lorbeeren aus. Das bewundere ich. Ja, für den Ruhm! Dann muss ich aufhören zu spielen. Ich habe das lange genug pausiert. Wenn diese Priester nur auf euch gehört hätten, Rilasi. Es ist noch nicht zu spät, die Seite zu wechseln. Seid ruhig! Ich wechsle nicht die Seite! Ich weiß, dass dieser Schuft hier irgendwo ist. Versuchen wir, ihn rauszulocken. Und der Talisman ist mein! Glaube ich nicht. Wisst ihr, wenn ihr die Replik an Ort und Stelle lasst, wird der hohe Priester es gar nicht merken. Niemand hat mich gesehen. Das Geheimnis. Nein, nein, nein! Woher wusste er das? Niemand hat mich gesehen. Woher konnte die Lerche das wissen? Der Dieb hat den Talisman. Den echten Talisman. Ich hatte eine Replik des Originals angefertigt und sie ausgetauscht, ohne dass der hohe Priester etwas davon wusste. Danach versteckte ich den echten hier unten, um ihn sicher zu verwahren. Ich wollte mich gerade fragen, warum in die Krypta? Jetzt ist klar, warum? Der hohe Priester verweigerte meinen Befehl, das Relikt nicht mehr auszustellen. Er meint, es wäre sicher, solange er es im Blick behält. Doch die Lerche könnte einer Katze die Streifen stehlen, wenn ich den Raub nicht verhindern kann. Dachte ich mir, ich könnte den Dieb zumindest mit einer Replik hereinlegen. Ja, die Lerche hat euch nicht geschaut. Er hinterließ eine Notiz für euch am Schrein. Dieser arrogante Sivit! Und wenn dieser törichte Priester nicht verfrüht meine Runen ausgelöst hätte, hätte ich der Lerche die Flügel gestutzt und sie erwischt. Sag mir, dass es noch nicht vorbei ist. Sagt mir, dass ihr etwas Nützliches gefunden habt. Vielleicht etwas im Khajiit-Lager? Eilir Sudro, der Älteste, hat den Schrein allein besucht. Ich habe auch euch auch diese Geschichte gefunden, die er verfasst hat. Eine Geschichte? Toll. Welchen Grund hätte dieser Älteste den Schrein zu... Augenblick. Habt ihr das gelesen? Laut seiner Geschichte steckt im Relikt das Auge von Ban da. Vermaledeit noch eins. Ich muss rasch zurück das ins Lager, bevor der Hohepriester sich einmischt. Ich werde mich zurück ins Bandare-Lager aufmachen. Was kann ich dafür euch tun? Behalte den Ältesten im Auge. Wenn er wirklich beteiligt ist, ahnt er vielleicht nicht, in welcher Gefahr er schwebt. Glaubt mir, selbst wenn nur ein einziger der Khajiit mit der Lerche unter einer Decke steckt, wird der Hohepriester dafür sorgen, dass die ganze Karawane darunter leidet. Und was machst du darin so lange? Ich kümmere mich um Hohepriester Trilam und versichere ihm, dass ihr unseren Dieb verfolgt und alles nach Plan verläuft. Falls ihr es nicht schafft, den Talisman zu bergen. Nun, diese Brücke überqueren wir, sobald wir vor ihr stehen. Und was ist, wenn die Khajiit weg sind? Ihr glaubt wirklich, dass sie ihre Zelte einpacken und aufbrechen konnten, während wir durch die Krypten marschiert sind? Niemand ist so schnell. Nicht einmal die Lerche von Rosgard. Was eine doofe Option. Gut, ja. Werdet ihr dem Hohepriester von Talisman erzählen? Von der Replik, meint ihr? Ich weiß, was die Lerche sagt. Doch ich habe wirklich Prinzipien. Einen Ehrenkodex, nach dem ich lebe. Ich kann die Beteiligung der Karawane herunterspielen. Aber ich müsste die Wahrheit bezüglich meiner Taten sagen. Ich habe schon genug Ärger gemacht. Werdet ihr dem Hohepriester die Geschichte vom Auge von Bandar erzählen? Aber Bandar, das Auge von Bandar, das hatten wir doch schon. Ihr meint eine Geschichte aus dritter Hand? Die religiöse Bedeutung des heiligsten Relikts des Schreins eines der einflussreichsten Schutzpatrone auf dieser Halbinsel unmittelbar in Frage stellt? Das hatte ich nicht vor, nein. Warum nicht? Habt ihr vergessen, mit wem ihr sprecht?
Es obliegt nicht mir, den Glauben an einen der Schutzpatrone der großen Häuser in Zweifel zu ziehen. Und selbst wenn dem so wäre, meint ihr wirklich, der sture Hohepriester würde meiner Geschichte auch nur ansatzweise glauben? Ich denke nicht. Warum ist es euch so wichtig, diese Lerche aufzuhalten? Weil ich eine Wappenträgerin bin. Ich wäre außer mir über eine solch große und poetische Erfahrung. Doch ganz gleich, wie klug oder vorbereitet ich auch bin, jedes Kapitel gegen die Lerche endet damit, dass ich der Trottel bin. Das wird erst enden, wenn ich ihn dauerhaft geschlagen habe. Okay. So. Wo jetzt hin? Dadurch. Dadurch. Was macht der Rucksack? Der Gender. Auch nicht die Schönste. Die Entscheidung ist gefallen. So sei es. Jetzt sag mal, kann ich. Mist. Ich finde, geht ihr ruhig vor. Alle irgendwas, ich treffe euch bald wieder. Rihanna. Naja, egal. So. Oh Gott. Bandari, Bandari, where are you? Sag mal, der ist aber heute ein bisschen wegfindefaul. Wanderer, Hilfe, bitte! Okay, erstmal das da. Dann machen wir es bald. Sie sind immer noch lebendig und in den Ruinen. Wanderer, bitte, rettet Ureshabis Familie. Was ist denn passiert? Shadeya drängte darauf, endlich zu gehen. Aliso Drobe stand darauf, dass wir bleiben. Und dann hat er ihr alles erzählt. Vom Relikt, vom Dieb, Geheimnisse, die wir zu bewahren geschworen hatten. Ich fand ihn nett. Er sprach über den Wert des Auges für die Bandari. Ne? Doch sie hörte nur das Klimpern von Münzen. Was hat sie gemacht? Sie brachte sie in die Ruinen. Das Relikt ist der Preis für ihr Leben. Für diese ist es zu spät, Wanderer. Bitte, findet die Lerche. Ja, rettet die anderen. Ja. Ihr kennt schon nicht, aber eine Rolle, die ihr dabei spielt. Shadeya findet, den Talisman wäre eine bessere Wohnung als das wenige Gold, das war eine... Warum sind meine Hände immer kalt? Was? Sei ruhig. Mhm. Alles lief ohne... Augenblick. Wo sind denn alle? Was ist hier geschehen? Habt ihr das getan? Ich wusste ja, dass Rilasi mich unbedingt erwischen will, doch ich hätte nie gedacht, dass sie so etwas befehlen würde. Shadeya war das. Sie hatte eine Auflösungsforderung hinterlassen. Shadeya? Warum hat er es ihr erzählt? Dieser alte Kater geht viel zu leicht vom Guten in anderen aus. Und vielleicht mache ich gleich denselben Fehler. Doch ich sage es klar heraus. Kann ich auf eure Hilfe zählen, wenn es um die Rettung meines Kunden und seiner Familie geht oder nicht? Ihr werdet nicht bezahlt, wenn ihr sie nicht rettet, oder? Ihr meint, dass die Bandari mich bezahlen? Sie konnten sich ja kaum ihre Söldner leisten. Die Lerche von Rosgard lässt niemals einen Auftrag unerledigt. So einfach ist das. Warum macht das dann? Stehlen ist so ein krudes Wort für das, was ich tue. Ich betrachte es lieber als Wiederbeschaffung.
Und die einfache Antwort darauf ist, dass man sich manche Dinge lieber verdient als kauft. Vertrauen zum Beispiel. Wenn ich euch den Talisman gebe, habe ich mir dann eures verdient. Wie lautet der Plan? Wenn wir die Ruinen erreichen, müsst ihr für mich mit Shadeya verhandeln. Tut, was auch immer nötig ist, um sie mit dem Talisman zu beschäftigen. Während ihr das macht, werde ich tun, was ich am besten kann. Es ist ein Wagnis, doch ich glaube, wir können das schaffen. Ich habe noch ein paar Fragen. Ich habe einige Antworten, doch ziehen wir das nicht zu sehr in die Länge. So gern ich Relasi auch sehen würde, glaube ich dennoch, dass wir den Vorsprung vor ihr vorerst bewahren sollten. Was ist denn mit euch beiden? Sie hatte Wachdienst in der Bibliothek von Vivek, als sie mich fast dabei erwischt hätte, wie ich